Ab in die Uniform und auch der Helm muss richtig sitzen. 3 Stunden pro Woche schlüpfen die Schülerinnen und Schüler der Heinrich-von-Bibra-Schule in die Rolle von Feuerwehrleuten. Und wie fühlt es sich an? Also ich fühle mich gut und so neugierig irgendwie. Schlauch ausrollen und Wassermarsch. Was hier ernst aussieht, ist aber nur eine Übung. Wenn ein Feuer ausbricht, muss jeder Handgriff sitzen. Schülerinnen in Fulda können seit dem Sommer eine Feuerwehrgrundausbildung als Unterrichtsfach wählen. Alle sind hochkonzentriert. Es ist überfordernd, dass man das gleichzeitig stabil halten muss und hier und dann auch das noch ganz gleich so nach hinten machen muss, weil wir ja nicht das zum ersten Mal machen, war es etwas, also es war was sehr Schönes, aber auch gleichzeitig war ich ein bisschen gestresst. Und man muss halt auf die andere Person auch auf sich nehmen, also man muss das gut absprechen. Mit Ausbildern wie Björn Eckstein üben die NeuntklässlerInnen jede Woche 3 Stunden lang, was bei Alarm zu tun ist. Nach 2 Jahren gibt es eine Prüfung zum sogenannten Truppmann 1. Und damit ist es dann offiziell. Die Jugendlichen können dann alles, um die Feuerwehr bei einem Einsatz zu unterstützen. Während den Pausen werden ganz viele Fachfragen gefragt, was ich auch sehr interessant finde. Also sie tun jetzt nicht den Unterricht einfach absitzen, sondern sie sind tatsächlich aktiv mit dabei, auch über den Unterricht hinaus, bis in die Pausen rein. Anders als in den meisten anderen Ländern besteht die Feuerwehr in Deutschland fast ausschließlich aus Freiwilligen. Ohne Ehrenamtliche wäre eine funktionierende Feuerwehr also kaum vorstellbar. Das ist erstmal eine Nachwuchsgewinnung, die Kids für die Feuerwehr zu begeistern, dass wir quasi nachhaltig auch Mitglieder werben können. So ist das Ganze ein Win-Win-Projekt. Kinder werden spielerisch an die Arbeit herangeführt. Und vielleicht sehen wir hier ja auch schon zukünftige Feuerwehrmänner und Frauen. Wenn ich das weitermache, wenn ich es verstehe, dann ja. Ich könnte mir vorstellen, dass ich es tun würde. Macht mir auch sehr viel Spaß und ich freue mich eigentlich immer auf die Feuerwehr. Also ich würde schon mich trauen, in einem Haus gehen, wo Feuer ist, weil ich dann auch Menschenleben rette oder halt zum Beispiel Tiere oder so irgendwelche Sachen raushole von da. Um bei echten Einsätzen mitzuhelfen, muss man in Hessen mindestens 17 sein. Und für Jüngere gibt es Kinder- und Jugendfeuerwehr. Da geht es vor allem um Teamwork und Spaß. Und die Kinder sind jetzt schon ganz Feuer und Flamme. Wasser halt! So.